Hallo, hallo. Alle wieder da? Alle Lurker, Alle Bots? Alle YouTube-Viewer? Ich mach gleich mit. Meine Güte. Gott, ich muss ein bisschen leiser machen. Gott, ne, die Soundabmischung. Holy fuck. Gib mir eine Sekunde. Meine Güte. Passt schon, oder? Sound? Ich glaube, Sound ist. Oder muss ich leiser machen? Lauter machen? Ein Problem. Oh. Ah. Warte, warte. Noch ein bisschen. Okay. Passt. Wir laden unseren Spielstand. Wir haben lange, lange, lange nicht mehr gespielt. Tja. Weiß noch jemand, wo wir aufgehört haben? Edna hat ziemlich gelitten, sag ich mal. Also, gelitten in dem Sinne, ja, es ist sehr oft ausgefallen. Sag ich mal so, ne? Ausgefallen. Final Fantasy ist ausgefallen. Morrowind ist ausgefallen. Ja, 3 Streamtage und nichts gelaufen. Nö. Nö, der Typ sitzt schon wieder dort. Scheiße. Warte mal kurz. Noch einen anderen Spielstand, oder? Ah, eine Sekunde. Ich muss mal schauen, wo ich aufgehört habe. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Mal kurz gucken. Och nö. Ernsthaft? Hier aufgehört? Nee. Och Gott, nee. Scheiße. Nämlich, ich habe ja schon die Lösung eigentlich. Ich weiß jetzt nur nicht mehr. Ah, hier war's. Das war der richtige Spielstand. Gott. Ich weiß nicht mal mehr, welchen Spielstand ich überhaupt hier gespielt habe. Ne? Holy moly. Auf jeden Fall, ne? Story, Edna? Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind noch immer am Ausbrechen. Ausbrechen in dem Sinne von, wir sind noch immer nicht draußen. Ne, ist klar. Das Spiel heißt ja, Edna bricht aus, ne? Aber es dauert noch länger als erwartet. Unser Ziel ist erst einmal. Unser Ziel. Wir müssen erst einmal den Golfschlägertypen loswerden, um in die unterste Etage zu kommen. Ja. Es hat uns letztes Mal sehr, sehr lang an Zeit in Anspruch genommen. Die Sache war auch die, ne? Diese Tür, da haben wir unseren Freund, unseren Golfschlägerfreund, eingesperrt. Und ja, soll ich sagen, diese Tür geht nach innen auf. Ja, die Tür geht nach innen auf und da sieht man auch die Klinke. Ne? Und die Scharnier sieht man natürlich auch. Ne? Diese Tür geht nach innen auf und nicht nach vorn, nach außen. In dem Fall bringt uns diese Säule überhaupt nichts. Nichts. Nada. Aber mit einem kleinen Item bringt uns die Säule doch noch. Nämlich mit diesem hier, mit diesem Büchlein.
Lexika, Säule. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Hey! Was soll das? Ich bin hier noch drin! Hallo! Holger! Dr. Marcel! Irgendwer! Oh! Ist das traurig? Ah, so schön. Endlich gelingt mal noch was Plan. Nach Plan. Angucken? Ich glaube, Säule. Ist? Kann ich die Säule gar nicht mehr angucken? Schade. Egal. Wir sind unseren Golfschläger-Profi los. Endgültig. Halleluja. Was haben wir hier? Cool. Keine Zeit zum Ausruhen. Oh. Schade. Rede mit Stuhl. Na, mein vierbeiniger Freund. Vierbeiniger Freund heißt in dem Fall Hund. Auch von dieser Seite verschlossen. Öffnen. Auch von dieser Seite verschlossen. Verschlossen. Okay. Sollen wir recht sein, ne? Verschlossen. Hier? Hä? Zumindest schöne Musik, na ja. Das kann man so lassen. Schöne Musik. Kurz mal speichern. Wir haben Progress. Juhu! Progress. Der Progress hat auch lang gedauert, ne? Wir haben eine komplette Folge nur mit dem Golfschläger-Typen verbracht und sind nicht weitergekommen. Größte Bullshit aller Zeiten. Ah, ja. So, was machen wir hier? Da hallo? Da sitzt ein Wächter in dem Raum. Er starrt auf eine Wand voller Überwachungsmonitore. Okay. Hallo? Ibims. Oh, oh. Da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ja. Ja, ich bin der Neue, wer sonst? Ich bin ein entlaufener Irrer. Sehrchen. Schon mal was von Thor, Gott des Donners, gehört. Wow. Schon mal was von Thor, Gott des Donners, gehört? Na gut. Da kannst du ja auch einen blitzartigen Abgang machen, nicht wahr? Kennt ihr das? Eine Irrenanstalt, wo die Wächter bekloppter sind als die Inhaftierten. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Okay. Nehmen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Die Auswahl ist groß. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Oh, okay. Was zum? Ein benutzter Wegwerfwasserbecher. Die nennt man so, weil man sie nur einmal benutzen kann. Warum habe ich den nur aus dem Müll gefischt? Tja. Das hinterfragen wir einfach mal nicht, ne? Aber. Ich denke mal, Wasserbecher, Wasserspender. Der Wasserspender ist leer. Schweinerei. Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Luftfeuchtigkeit. Okay. Hallo? Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ist das der Generalschlüssel? Was guckst du? Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen.
als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Blase? Ach du Scheiße. Man nennt ihn Blase. Uff. Das ganze Wasser. 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 Wasser, Wasser, Wasser. Plätscher, Plätscher, Plätscher. Wow. Das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran, bitte. Komm. Einer geht aber noch, oder? Warte. Apropos Wasser. Wasser. Oh, bist du wahnsinnig. Okay, jetzt können wir es übertreiben. Oh, das wird lustig. Warte mal. Wenn ich nach Hause gehe, gehe ich baden. Meine Cousine ist bei der Feuerwehr. Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Oh, yes. Es soll heute regnen. Oh. Beim Pazifik. Nee. Wir nehmen einfach mal Waterworld, ne? Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Endlich auf über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Wasser. Und Wasser. Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Gnade! Wasser. Wasser. Warte. Feuerwehr. Nehmen wir die Feuerwehr. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Zu reden. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Die feierliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose... Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Ich liebe es. Ich liebe es. So geil. Warte. Was können wir noch machen? Wenn ich nach Hause komme, mache ich ein Bad. Es soll regnen. Oh, der Pazifik. Der Pazifik ist voller Wasser. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Stopp. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin und zurück. Husch. Aufhören. Ist das geil. Husch. Ich liebe es. Warte. Komm. Das müssen wir noch toppen. Warte. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Auf über Wasser zu reden. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la.
Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufeudeln. Oh, the horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Pitcher, pitcher, pitcher. Jetzt halt endlich die Klappe. Oh Gott. Ja. Ich glaube, wir haben ihn fast soweit. Warte, was haben wir noch? Es soll regnen. Komm. Es soll heute regnen. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Doch, bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Plitsch, platsch? Wieso ich das tue? Weil ich's kann? Okay, letzte Dialogoption. Ich bin mal gespannt, was jetzt rauskommt, ne? Wusstest du, dass wir auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Okay. Das war, glaube ich, die letzte Dialogoption, oder? Ich gebe auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Okay. Hat jemand eine Idee? Wie wir diesen Typ aufs Klo bringen? Ich dachte eigentlich, ich mache jetzt mal einfach jede Dialogoption. Aber, ja. Ich wäre spätestens bei Waterworld und Kevin Costner aufs Klo gerannt, ne? Aber der Typ sitzt hier noch immer. Schwierig. Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ah, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Okay. Was ich vorher schon gesagt habe. Die Wächter der Bekloppten sind bekloppter als die Insassen selbst, ne? Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Alle bis auf eine, ja. Oh, nö. Jetzt geht's los. Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Oh. Warte. Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Okay. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Lass mich kurz überlegen. Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag
immer zur gleichen Stunde öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drinnen war. Unheimlich, nicht wahr? Oh, ich habe eine Gänsehaut. Okay, es gibt einen Raum, wo Dr. Marcellus jemanden zum Meinen bringt. Brrr. Brrr. Okay. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Hulgur! Kann ich ihn haben? Hulgur schickt mich, ihn zu holen. Hulgur kann selbst kommen, wenn er ihn haben will. Hulgur ist... Naja, er ist verhindert. Verhindert? Wo steckt er? In einem Schrank. Edna! Er therapiert seine Klaustrophobie. Dann braucht er auch den Schlüssel nicht. Der war jetzt gut. Wer sich noch erinnert an die allerletzte Folge. Hulgur hat einen Schläger ins Gesicht bekommen und er schläft. Ja, er schläft und er schläft in einen Schrank, ne? Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Ich hab meinen verlegt. Kann ich ihn haben? Ich hab meinen verlegt. Guter Witz. Als würde Dr. Marcel dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen. Dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Nicht einmal Hulgur hat einen eigenen. Und einem Noob wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Er hat mich Noob genannt. Schlag den. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Ich glaube kein Wort. Der Doktor würde den Schlüssel niemals jemand anderem anvertrauen. Und dir schon gar nicht. Ärgerlich. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nie verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Okay. Also. So zu lange zurückzuhalten ist ungesund. Jedoch einfach. Es ist ungesund, sagen wir mal so. Wir appellieren einfach mal auf gesunden Menschenverstand. Obwohl in einer Anstalt. Ja, bringt das glaube ich wenig, aber was soll's. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Geh doch einfach. Ich passe so lange auf. Hey! Das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen. Und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. LOL. Apropos Wasser. Ah, schade. Wir haben schon alle Optionen durch, ne? Schade. Also die Option mit Waterworld hat mir am besten gefallen. Ich gebe auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Na gut. Was jetzt? Ich bin nicht der Neue. Ach ja?
Und wer bist du dann? Ich bin ein Geräuschimitator, der sich auf Wasser spezialisiert hat. Was? Glück, Glück, Glück. Yes, jetzt geht's wieder los. Wusch. Gluck, gluck, gluck. Was ist das? Ja, komm, komm. So geil. Komm, komm. Lass das. Oh Gott, ja. Lass das. Oh, komm, gib ihm. Gib's ihm! Lass das! Lass das! Komm, einmal noch, einmal noch. Einmal noch, okay? Lass das! Nochmal. Nochmal. Lass das. Lass das. Ah. Schade. Ich hätte es gehofft, es bringt was, ne? Aber nö. Schade. Dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. Okay, wir müssen den Typ dazu bringen, dass er aufs Klo geht. Lea. Schade. Ein leerer Wasserspender. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach, nein. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Er ist zwar ein fauler Sack, aber ich bewundere seine übermenschliche Blase. Ah, eine übermenschliche Blase. Generalschlüssel. Ich muss ihn unbedingt haben. Aber wie stelle ich das an? Das ist jetzt die Frage, ne? Das sieht kompliziert aus. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Das benutzen? Pfoten weg. Okay. Nö. Er will leider nicht. Schade. Na gut. Also. Wir haben eine Mission. Wir haben ein Ziel. Der Generalschlüssel und Klopapier. Nee. Wasser. Genau. Wir brauchen Wasser. Na gut. Zumindest haben wir einen Wasserbecher. Das ist auch schon mal was, ne? Was haben wir denn da? Hallo? Ah! Hier ist eine WC-Tür. C. Zieh mal die Pflanze. Okay. Hier? Hier? Ah, schau her. Die Küche.
ein Foto von Dr. Marcel. Okay. Das ist an der Wand befestigt. Ach komm. Ohne Darts ist es ohnehin nutzlos. Ach komm, Edna. Was ist das? Oh, guck mal, Harvey, Kaugummis. Yippie! Ah, wer kennt diese Dinger noch? Diese Kaugummi-Automaten. Ich finde die geil. Also von damals noch. Und dann am Ende hat man es gekauft, ne? Und unter den Tisch geklebt. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Juhu! Oh. Bleh. Alt und ungenießbar. Oh. Was? Was war das für eine Animation? Ach du Scheiße. Ist mal eine geile Animation, oder so? Ausgespuckt. Ne, hat sie nicht genommen, ne? Ausgespuckt. Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Ohne dich wäre ich stets krank. Oh, Kaffee. Da haben wir schon wieder einen Stuhl. Wasserhahn. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Fallisches haben? Ist... Edna! Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdursten müssen. Was? Ach komm. Mädel, bitte. Psch. Oh nein. Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Was? Ach nö. Okay. Das Rätsel wäre, glaube ich, zu einfach gewesen. Hm? Was ist damit? Für? Glitschig, okay. Hä? Glitschig. Glitschig. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Harvey. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Oh, schade. Warte. Soll ich dich waschen, Harvey? Ja. Und danach binde mir bitte ein Schleifchen um und stell mich in den Schrank. Bitte nein. Bitte nein. Was ist das? Marmelade! Was? Marmelade? Marmelade! Wozu? Um Lecke in Schiffsrümpfen abzudichten? Ach komm, Marmelade ist, finde ich, urcool. Echt jetzt, ne? Marmelade, das Geilste, was es gibt. Mit dem besten aus drei ausgewählten Kaninchenstellen. What? Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Wer kennt es? Wer kennt es? Eine Überraschung in den Cornflakes. Ja. Warte. Warte. Juhu. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Yes. Dass nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Polizeiausweis. Jetzt. Ich gehöre jetzt zum Sonderkommando eines gewissen Kommissar Kellogg. Kellogg. Oh, komm, diese Schleichwerbung. Ernsthaft? Oh, das ist hart. Ich hätte gern die Marmelade. Schade. Tja, okay. Es bleibt doch immer die Frage. Ich brauche einen Behälter für Wasser. Ja, und jetzt? Lecker!
Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Ja, wer kennt's nicht? Sehr schön. Wasser. Wir suchen Wasser, ne? Sollte klar sein. So. Ah, Musik. Wir haben wieder Musik. Eureka. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Oh. Wisst ihr, dass das gerade eine Anspielung war? Auf Harveys neue Augen? Ah, war eine Anspielung auf Harveys neue Augen. Nochmal. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Nämlich im zweiten Teil spielt man ein kleines blondes Mädchen. Während sich Edna die ganze Zeit im Spiel versteckt. Das ist eine schöne Anspielung. Das lässt auch Theorien offen, was Edna und ihre Freundin an. Teil 2. Okay. Ja, Wasser. Wieso nicht? Ja, okay. Wieso nicht? Alter! Was gibt's denn da für Geräuschkulissen? Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Okay. Also irgendwas müssen wir hier noch machen. Ich habe gerade leider nur keine Ahnung. Wer baut denn eine Vogeltränke mitten ins Haus? Ich mag diese Gedankengänge von Edna. Oh Gott. Oh nee. Vogeltränke. So. Na gut, also, wir brauchen einen Behälter. Aber ich glaube, der Wasserbecher ist, glaube ich, nicht die Lösung, glaube ich. Wird jetzt schwierig. So. Hier haben wir unseren Freund, der sehr durstig ist. Ich wühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. So. Und von vorn? Der ist genauso siffig wie der letzte. Und bestimmt genauso nutzlos. Ah, schade. Das bringt mich aber nicht weiter, ne? Soll ich dir noch ein Wasser bringen? Wirklich? Wirklich nicht. Ich hatte schon viel zu viel. Oh. Der Arme. Ich habe irgendwie so eine Befriedigung, Leute zu foltern. Weiß nicht wieso. Das macht riesig, riesig Spaß. Ich liebe es. Tja, es bringt uns leider trotzdem nicht weit. Brauchen Wasser. Okay. So. Ziel, wir brauchen Wasser. Ziel, wir brauchen einen Generalschlüssel. Ziel.
brauchen einen Behälter für Wasser. So. Gibt's hier? Ah, I see. Also hier brauchen wir wahrscheinlich den General. Da fehlt ein Schlüssel. Ist klar. Okay. Also, Generalschlüssel, los. Wasser. Ah. Hallo? Die ist verschlossen. Oh. Eine Tür. Hm. Jetzt. So. Bin noch um. Schwierig. Was? Ach du Scheiße. Okay, lass mich raten. Hier wurde Edna, glaube ich, mal Therapie. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert es nicht. Ah. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Frankenstein-Rätsel. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Ah. Oh man. Warte. Manche Hüte kann ich einfach nicht tragen. Schade. Nämlich. Es wäre sicher ein guter Behälter gewesen, oder? Hm. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Ah. Bin mal gespannt. Was Harvey dazu sagt. Von Harvey? Das muss der Kapitänsstuhl sein. Na dann, Mr. Harvok, Energie. Was? Energie. Okay, wir brauchen wahrscheinlich auch nochmal Strom. Wieso auch immer. Was hältst du davon, Harvey? Der würde mir wohl kaum stehen. Schade. Also ich hätte das Ding abmontiert und oh, ich hätte Wasser reingestopft. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Natürlich. Das glaubt. Was hältst du davon, Harvey? Hui, ein Hebel. Ob der die Feuerballfalle im zweiten Level deaktiviert? Oh. Richtig schön Dungeon Crawler hier, ne? Aber mehr gibt's hier nicht, ne? Schade. Strom. Okay. Wir brauchen einen Generalschlüssel, wir brauchen Wasser. Ah, ja. Die Tür ist zu. Die Tür ist auf. Was sagt Harvey? Sieh nur, Harvey. Ein Schloss. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie von ganzem Herzen. Okay. Oh, wer zum Teufel? Wait. Ich glaube, dem fehlt etwas. Nämlich. Das ist kein Smartphone, ne? Also. Alte Telefone. Die hatten sowas wie Schnur. In eine Wand oder so. Ja, genau. Eine Schnur in einer Wand. Hallo? 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 Er reagiert nicht. Hm,
Wisst ihr, was ich mit dem Typ mache? Ich steche ihn ab. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Ich? Echt unhöflich, der Typ, ne? Ich glaube, ein Beschwerdebrief wird mich hier nicht rausbringen. Beschwerdebrief? Oh Gott. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Na gut, okay. Wir brauchen erstmal den Schlüssel und ja, dann sehen wir weiter. Das ist recht. Wo zum Teufel sind wir jetzt? Hey? Sind wir jetzt im Erdgeschoss oder wo? Hallo? Hallo? Nett. Irgendwie pflanzig. Ziemlich leer. Mr. Stuhl. Sitzt es sich da bequem? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Richtig! Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Ja! Einfach nur ja! Ja! Eindeutig ja! Wo zum Fick sind wir gerade? Ich hasse diese Dinger. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Die Küche. Ein Topf. Ich hab da eine Idee. Sehr gut. Ich glaube, wir sind gerade einen Schritt weiter, was Rätsel mit Wasser zu tun hat. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Komm. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Interessiert sie sich gerade mehr für die Löffel als für das Messer? Und für die Gabel? Ernsthaft? Wir haben eine Gabel und ein Messer. Waffen. In einer Anstalt. Hallo? Damit könnte man nicht einmal Gummibären den Kopf abschneiden. Okay. Stumpfe Messer. Ne? Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Handtücher. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt. Nicht bewegliche Sprites! Weinerei! Komm. Die Topfloppen sind mir. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Ja. Kühle. Wasser. Wasser. Wir brauchen einen Topf Wasser. Komm. Sauber genug. Hallo? Wir brauchen Wasser. Wieso, Edna? Wieso? Heute ist Wünsch dir was Tag.
Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Okay. So. Gibt's doch sicher noch mehr. Für Hinwand. Was ist das? Hinwand? Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Jo, das hatten wir schon. Hallo? Oh! Der Esser. Ketchup! Ketchup ist natürlich Blut. Können wir jemanden ermorden mit Ketchup? Oh, das wird ja, das werden ja immer mehr Räume. Scheiße. Ich wollte eigentlich nur hier ein bisschen was abklappern. Bin ich irgendwo in Timbuktu? Jetzt zum Fuck. Oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Oh. Nicht frei herumlaufen. Ich bin der Neue, komm. Ich bin doch der Neue. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist nur zu Besuch. Oder? Nein, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich bin's leid. Was? Alarm! Entflohener Patient! Was? Ach du Scheiße. Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitz den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur... Ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. Verkehrt wird das schon nicht sein. Was? Was passiert jetzt? So. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Was? Hallo? Ach du Scheiße. Das habe ich wohl vermasselt. Ups. Kann ich nochmal laden? Shit! Wo bin ich? Hä? Hallo? Drogelbecher? Hallo. Drogelbecher. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da nicht rein? Drogelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Oh Gott, nein. Edna, nein. Der ist nicht gut genug für dich. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich komme aus Morrowind und bin der Auserwählte. Nee, falsches Spiel. Sorry. Ich bin Brachner. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ukul. Audi. Ich bin dein Cousin Betty. Aus Österreich natürlich, ja. Wer es noch nicht weiß, ja. Manche Präsidenten aus Amerika verwechseln das so schön, ne?
Rachna. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ugul. Zufällig weiß ich, dass Brachna mit Fieber im Bett liegt. Oh. Warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Okay, Lügen bringt natürlich nichts. Schade. Ich bin Edna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ja, dein Freiheitsbestreben ist groß. Dein Chi fließt nicht, es strömt. Zu lange wurdest du gemaßregelt. Zu lange zurückgehalten. Die Dämme brechen. Der Vulkan bricht aus. Wow, gut geraten. Was führt dich zu mir, Edna? Ein ziemlich netter Kerl, oder? Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alu-Mann. Ja! Ihr redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Wow! Der Alu-Mann! Yeah! Wir sind der Alu-Mann! Wir sind so episch. Wow. Ein ziemlich geiler Name, oder? Oh Gott. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Chi-Fluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigen Chi-Fluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Okay. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Sehr philosophisch. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ja, das klingt logisch, oder? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was? Was für Theorien? Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt. Der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschendem Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben. Aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze. Oh nein. Ja, interessante Geschichte. Ich verstehe leider nur Bahnhof. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halmer. Ja, aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble.
aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Okay. Wieso nicht? Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Eine recht interessante Theorie. Wisst ihr, auf welche Idee ich da gerade komme? Was passiert, wenn Edna vom Blitz getroffen wird? Weiß das jemand? Das würde ich gerne mal ausprobieren. Wir sind doch alle ein bisschen bekloppt, oder? Sprechen wir über was anderes. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Was denn sonst? Ist klar. Ja, alles sehr logisch. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Die weitere Frage, die sich mir gerade stellt... Wann zieht er diesen verdammten Alu-Anzug wieder aus? Wenn er schon einen Alu-Bügeleisen-Gedöns... ja... Wirre Gedanken? Das Spiel färbt so langsam auf mich ab, glaube ich. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Okay, gut. Machen wir jetzt? Ja. Telefon? Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Ende hoch. Wer hat Mensch, ärger dich nicht gespielt? Ach. Sag nicht. Hallo. Hallo? Feuer! Bleib mal gerade da dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Wow. Okay. Kennt ihr das, wenn alle Leute nur am Smartphone hängen und Telefon?
Ich würde diese Menschen gerne erschlagen. Wirklich. Wirklich. Sehr gerne erschlagen. Ist nicht so wichtig. Telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Ja. Ich probiere jetzt mal kurz was aus. Weil ich gerade Lust habe drauf. Tauschst du dein Telefon gegen meinen Poloschläger? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Muss jede Nanosekunde erreichbar sein. Ja, ist gut. Echo! Schlimm als jeder Smartphone-Nutzer. Ekelhaft. Smartphone. Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom Fernseher. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Er bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Jetzt, wo es Edna sagt, ja. Los. Ihr scheint das Fernsehprogramm zu gefallen. Es ist genau ihr Niveau. Lass das. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Wer zum Fick bist du? Verlockend, aber ich habe zu tun. Hallo? Ibips? Hallo? Hey! Du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Was? Ach du Scheiße. Jetzt kommen gerade die Härtefälle, ne? Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Oh, wir können spoilern. Okay, wie geht der Film aus? Die Dinosaurier sterben aus. Der Mörder war der Gärtner. Am Ende des Films findet das Liebespaar wieder zueinander. Die Guten besiegen die Bösen. Oder aber die Dinos übernehmen die Weltherrschaft. Okay. Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wegen. Was haben sie nur vor? Wollen sie etwa insgeheim die Polkappen schmerzen? Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Ja, okay. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Okay, Aktienmarkt. Interessant. Hallo, die Aktien. Hallo? Hallo? Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Ja, kaufen! Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Oh Gott, nein. Der Aktienmarkt. Kennt ihr das von Glücksritter? Die Glücksritter. Kaufen, 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 Mortimer. Nein. Kaufen, kaufen. Alles kaufen. Nein, kaufen. Alles kaufen. Kaufen, kaufen. Was sagst du? Na, ein Glück. Das letzte war der ausschlaggebende Moment, sagst du? Puh. Gut, dass ich da nicht abgelenkt war. Kaum auszudenken. Wow. Der war gerade gut, oder? Hallo? Hallo?
Was sagst du? Verkaufen? Verkaufen! Verkaufen? Verkaufen! Verkaufen? Wirklich verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen! Nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Oh Gott. Aktienspinner. Oh weh. Wo zum Teufel bin ich gerade? Hier steht Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Ah, okay. Deswegen gibt es hier eine Löffelknappheit. In der Anstalt. Nur für Personal. Okay. Topflappen. Ich hab Ketchup. Okay. What the fuck? Bin ich hier nur gelandet? Eine tödliche Schere. Aha. Entschuldigung, die brauche ich noch. Okay. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Ui, lecker. Lecker? Ha, das ist nur eine Staffelei. Oh, so ein Ärger. Ich habe in der Kommandozeile Waffeleisen gelesen. Wow, ernsthaft? Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Ah, der Wahnsinn. nein. Oh. Warte. Generalschlüssel. Juhu. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Her damit. Es ist verlockend, aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Mädel, wieso? Ax. Es ärgert mich gerade. Ah. Wieso? Es wäre gerade die Lösung gewesen. Generalschlüssel. Schade. Max. Schade. Na gut, okay. Generalschlüssel. Was ist mit dir? Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Was? Nenn mich ruhig weiter Fremde. Wie du willst, Fremde. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Okay. Mach doch nichts. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Kennt jemand diese Synchro? Die Synchro? Von diesem NPC. Die kommt mir sehr, sehr, sehr bekannt vor. Ich komme leider gerade nicht drauf, welcher Sprecher das gerade war.
Also, wer es weiß, gerne mal sagen. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Ja, traurig. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Hey. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar, die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Also, jetzt wissen wir es. Die Medien sind an allem schuld. Und natürlich die Mangas. Und die Animes und... ja. Medien, ihr wisst schon, ne? Ach, traurig, traurig. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen? Du hast deine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Wow. Der war gerade gut. Ich hätte ihn fast geglaubt. Also wirklich, fast geglaubt. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Was zum... Hey? Bin ich gerade in einer Anstalt oder... in einer Bar? Hey? Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Hm? Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit. Damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Uff, der war gerade deep, oder? Das ist so 80er. Oh Gott. Die 80er waren, glaube ich, schlimm. Sehr schlimm. Und da sag ich als 90er Kind. Na du? Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag.
Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Schwarzer Peter. Wortspiele? Wer kennt's nicht? Ah, ich fühle mit dem Typen gerade. Ja. Manisch-depressiv. Ja, manisch-depressiv. Scheiße. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Er war böse. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Das war gerade böse. Au, 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 ganz, 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 ganz böse. Au, 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 au. Ah. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ja, okay. Ich glaube, hier ist Hopfen und Malz verloren, ne? Ja, manisch-depressiv ist scheiße, sag ich mal. Aber wer Edna als Freundin hat, der kann, ja, gleich über die Klinke springen, sag ich mal, ne? Ich glaube, ich geb's auf. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Der Typ ist mir zu negativ. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Harvey? Hilf mir mal. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Scheint mir eine besonders trübe Tasche zu sein. Okay. Barmann, ein Drink bitte. Dulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Ah, 0815 Barkeeper, ne? Wer kennt's nicht? Das sind keine Spirituosen. Das sind Putzmittel.
Naja, zumindest ist in den meisten auch Alkohol drin. Läuft. Warte. Da hat jemand Vorsicht, Frank, drauf gekritzelt. Seltsam. Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Hä? Hallo? Lea. Ja, du. Okay, was? Was will der von mir? Lea. Okay. Guck mal, Harvey, da kommt der Kaffee raus. Die Storchnummer kannst du dir sparen. Ich weiß, was Sache ist. Das war gerade eine geile Anspielung, oder? Kaffee. Gute Idee. Huch, der hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das war wohl der falsche Becher. Falsche Becher? Hä? Ach komm. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Seitenhieb gegen Bruce Lee. Böse. Damit lassen sie sich prima Zickzackmuster schneiden. Zickzack. Senf E005, E007, Benzolsäure, Kerosin. Warnung, leicht entflammbar. Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Ketchup E001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen. Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. What the hell? Wie bitte? Urananreicherung? Was? Was war da noch? Ich hab nicht zugehört. What the hell? Damit könnte man nicht einmal Gummibären den Kopf abschneiden. Ja, dumpfe Messer. Ruchlose Zinken der Rache. Okay. Tja, und jetzt? Jetzt sitze ich irgendwie in der Sackgasse. Kann das sein? Tja. Was jetzt? Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass es uns mitnehmen. Ach, Harvey, dann wäre es ruiniert. Ich warne dich. Der Spieler wird dafür kein Verständnis haben. Wenn der hier alles versteht, ist ihm ohnehin nicht mehr zu helfen. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Mir fällt nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Ja, er hat nur Bienenkostüm an und so. Ja, passt schon. Da ist nichts Ungewöhnliches. Betätigen oder ein Computerspiel spielen? Ach komm! Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Also ich mag Beschäftigungstherapie übelst. Warum auch immer, ne? Sowas wie Sims oder, keine Ahnung, Big Games etc. Es gibt so vieles. Strategie-Games.
RPGs gesehen, ne? Überraschung! Huch. Wer zum Fick bist du? Oh. Fingerfood. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Wir sind gerade auf der Toilette, ne? Ach du Scheiße. Tja. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Ja! Party! Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay. Dein Wort reicht mir aus. Uff. Da wird sich jemand freuen, wenn er eine Party kriegt, oder? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Lass mich kurz überlegen. Nein. Peter, ja, Peter in der Bar. Wieso nicht? Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Wenn er denn wüsste, dass er eine Überraschungsparty bekommt. Yay! Vergiss es. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio, wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, hm? Das hat mich doch gerade wirklich weitergebracht. Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann bin ich Hummer. Wow. Also ich bin Fisch. Falls das jemand gerade wissen wollte. Ja, Fisch.
Ich bin ziemlich fischig und emotional. Oh. Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Mach selber. Oh. Warte. Okay. Okay. Ja, Licht aus. Läuft. Gehen wir nochmal zum Peter. Peter. Ich müsste mal mit dir reden. Peter. Ich hab da noch was ganz Spezielles. Peter. 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 Wo bist du? Da. Na du. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay. Das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Autsch. Aua. Es tat weh. Au, au, au. Also dem gönne ich's, dass er happy wird. Ja. Niemand sollte depressiv sein. Niemand. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen. Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Ah, na dann. Ich bin Edna. Wer bist du? Hi Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann, ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Autsch. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Autsch. Au. Es tut doch weh. Autsch. Aua. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man an einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Ja, wenn jemand depressiv ist, nicht nachtreten. Es ist das Schlimmste, was man machen kann. Wer zum Beispiel Life is Strange gesehen hat, gespielt hat, was auch immer, ja, ein PC-Game, der weiß, wie das enden kann. Ne? Also, Life is Strange. Ein Spiel mit Schulkindern, einer Schule und bladibla. Und ja, bei dem Spiel gibt es auch ein sehr depressives Mädchen. Und wenn man nicht aufpasst, passieren sehr, sehr schlimme Dinge. Und das, weil man nachtritt. Das sollte man nie machen, depressiven Menschen. Nie. Ja? Nie. Das Schlimmste.
So, was haben wir hier noch? Roggelbecher. Wisst ihr was? Wir geben den Roggelbecher den Becher. Soll ich dir was zu trinken holen? Roggelbecher. Dann nicht. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Okay. Dann nicht. So viel Ausdruck mit so wenigen Strichen. Ein Meisterwerk. Das Bild könnte von mir sein, weil ich zeichne auch nur 2D Bilder. Poetisch und deprimierend zugleich. Das Schild hätte ruhig ein wenig subtiler sein dürfen. Ein Telefon! Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren! Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. So viele mögliche Telefonnummern. Und so wenige Finger, um sie zu wählen. Hallo? Kein Amt. Kein Wunder, der Hörer fehlt. Ach, da liegt der Hase im Pfeffer. Was? Wo liegt welcher Hase? Das Kabel, du Dummi. Es ist durchtrennt. Darum funktioniert das Telefon nicht mehr. Ach so. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer diesen Hasen in den Pfeffer gelegt hat. Ja, Frage. Wer hätte gern einen Hasen im Pfeffer? Ich kriege langsam Hunger. Und dieses Spiel ist natürlich dran schuld. Hase im Pfeffer. Sollte klar sein, ne? Oh Gott. Wortspiele. Eine Lampe. Hier ist es hell genug. Von diesem Sofa hat jemand alle Polster entwendet. Okay. Okay. Roggelbecher! Roggelbecher! Na gut, das sehe ich ein. Muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Respekt? Okay. Könnte ihm nie was zuleide tun. Nicht. Hallo? Komm. Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Okay. Was noch? Bitte? Könnte ihm nie etwas zuleide tun. Tja. Harvey? Sag an. Ist Roggelbecher nicht ein Traum von einem Mann? Ich gebe zu, dass ich ein wenig eifersüchtig bin. Oh Gott. Wird immer schlimmer hier. Oh je. Kommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Ätna. Roggelbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Roggelbecher. Und ob. Kann ich dann jetzt zum König? Roggelbecher. Cool. Ich meine, danke. Easy. Berichtet, dass du kommen würdest, dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich
zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Drogelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber, oh, weh, oh mir. Meine Hand ist schwach. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Oh, du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Ein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzle-Wettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Bist du bereit? Jein. Jein. Ich weiß nicht mal, was der überhaupt von mir will. Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher. Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Ja. Na ja, okay. Das Gold. Wow, nicht aber mal Platin. Was machst du eigentlich? Hä? Nicht mal Platin. Also echt jetzt. Nur Rang Gold bei Rainbow Six. Lächerlich! Ich ziehe dann mal wieder von dann. Also der Typ ist durch, glaube ich, ne? What the hell? Mal kurz schauen. Jo, war ich nicht stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Was ist los? Mach mal neu. So. Eigentlich wollte ich hier raus, ne? Was ist denn raus? Hier oder hier? Ich laufe hier wieder unter dem Kreis, kann das sein? Ja. Da war ich schon. Tür ist zu. Schwierig, schwierig. Oh. Habe ich jetzt noch einen Kaffee? Warte mal, Kaffee. Ich wollte Kaffee, oder? Kaffee? Was habe ich jetzt? Die Fingerfoods? Nee, Bohnendips. Der Bohnendip stand auf der Toilette. Sehr ökonomisch gedacht. Apropos Klo. Apropos Klo, muss mal kurz. Sorry, Leute.
So, hallo, hallo, alle noch da, alle am Lurken, ja, alle Streambots sind noch da, perfekt, sehr gut. So, also, wir brauchen Kaffee, ich bin ein Bienenmann, wir brauchen noch einen Kopfhörer, eine, wie hieß es, mit, können da rein. Interessant. Was zum... Okay. Wo zum Fick bin ich jetzt hier? Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Sehr interessant. Kontrolleur. Was ist mit dir? Guten Tag. Okay. What the fuck? Was ist mit dem Typ, der ist ja in Ordnung? What the fuck? Das kam gerade unerwartet, ne? Okay. Kontrolleur. Hallo? Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Ah! Ach du Scheiße. Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du, benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da. Sonst komme ich gleich rüber und dann hagelt's aus, Granaten. Okay. Wow, diese Spielelogik, ne? Sei nett zum Menschen und sie sind nett zu dir, ne? Aber sowas. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll und du bist noch lange nicht dran. Okay, wir brauchen eine Fahrkarte. Fahrschein. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Okay, das hilft uns schon sehr weiter. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagierepreis. Okay. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Wow. Echt jetzt? Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Der ist ja logisch, also, ne? Das ist logisch. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Vorkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Du benutzt die Tür da hinten. Tür an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs.
Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will. Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Diskutiert nie mit einem Bekloppten in einer Anstalt. Nie. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwesser. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die drei genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesem modernen Snickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und die dritte halt. Die nicht 1 oder 2 ist. Ja, logisch. 1, 2, 3. Ist doch logisch. Logisch. Ich kapier's. Ich verstehe es. Es ist logisch. Es ist logisch. Okay. Also, der Alu-Mann hat einen Fahrschein. Gib mir den Fahrschein. Alu-Mann? Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ah. Was? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ich dachte eher an einen Fahrschein. Ein Fahrschein. Einen Wäschelift. Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Nope. Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Okay. Das war Schwachsinn. Bitte, Thomas? Ja, so lange mache ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Halbe Stunde vielleicht. Oder. Bin mir gerade nicht sicher. 20 Uhr. Glaube ich, Sendeschluss. Was das angeht. Weil Arbeit und 23 Uhr Nachtruhe. Bla bla. Ganz böse Nachbarn. Da darf ich nicht den Bogen überspannen. Das wäre böse. Na gut. Na zum König. Ich würde noch so gerne Sachen tun mit Dinge. Kann ich? Würde ich mal kurz ausprobieren. Was soll ich schreiben? Ui, Kaffee, Wasser. Komplettlösung. Wow. Kaffee. Okay. Okay. Jetzt? Was soll ich schreiben? Edna Surprise. Okay. Jetzt? Was soll ich schreiben? Wasser? Okay. Irgendwann muss ja die Liste voll sein, oder? Was soll ich schreiben? Komplettlösung. Komplettlösung. Okay. Der Cool ist recht geil. Man kann alles bekritzeln. Wirklich alles. Was soll ich schreiben?
Biggidi-buggidi-boo. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Okay. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Wo war denn jetzt die Bar? Bar? Ich glaube, die andere Seite, oder? Nee. Warte. Ich wollte doch dem Typ... Dingens. Nee, das war der andere Typ. Egal. Ich probier's. Möchte der Herr was bestellen? Ich brauche nichts außer meinem Telefon und meiner Ruhe. Das Telefon habe ich bereits. Willst du mir damit etwas Bestimmtes sagen? Okay, blöde Idee. Das war nichts. Wir gehen jetzt zum Bienenmann. Der Bienenmann. Der wird sich sicher freuen. Hallo? Hör auf. So. Wo ist der Bienenmann? So. Ah, da ist er. Hallo, Ipims. Möchtest du Kaffee? Hä? Hast du Durst? Sogar großen. Leider kann ich die Drinks vom Barmann nicht trinken. Sie bestehen zu über 50% aus Insektenvernichtungsmitteln. Okay. War eine blöde Idee. Blöde Idee. Okay. Warte. Nö, da will ich nicht. Ich kann dort gern bleiben im Dunkeln. Interessiert mich. Vielleicht hat ja der Peter Lust auf einen geilen Drink. Ist es nicht? Wo war jetzt der Peter? Warte, ich bin komplett verwirrt. Peter. Hier, glaube ich. Ja. Hier war's. Peter. Wo ist denn der? Hier. Peter. Ich hab einen Kaffee. Warte. Oder Wasser. Irgendwas Tolles. Möchtest du noch einen Drink? Ich habe noch einen, danke. Mein Glas ist schon seit Stunden halb leer. Oh nö. Der Arme. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Dann halt nicht. Arsch. So. Ich hab nen Becher. Der ist leer. Brauchst du einen leeren Becher? Das ist keiner von meinen. Der dort ist aus Plastik. Und er stinkt auch nicht nach Verwesung. Nach Verwesung. Oh, er ist böse. Davon trinke ich lieber nicht. Ich habe da dieses gemeine Sodbrennen und Feige. Edna? Putz, nur die Schnotz. Ich dachte schon. Uff. Gemein gefährlich. Da hat jemand vorsichtig Frank drauf gekritzelt. Seltsam. Okay. Wir brauchen noch Kaffee. Kaffeeautomat, gib mir Kaffee. Hm.
Hallo? Hallo? Affel? Hä? Acht? Hallo? Da steht der leere Becher im Schacht. Ja, komm, benutze. Hallo? Hä? Acht? Nein! Ach Gott. Leer. Ja, komm, den Becher, verdammte Spiel nochmal. Komm. Okay, nochmal von vorn. Ich brauche eine Münze. Ah, okay. Blödsinn. Vergiss meinen Plan. Wir brauchen eine Münze. Und wer hat eine Münze? Wer weiß es? Ja. Der König. Der König hat eine Münze. Aha. So. Jetzt geben wir uns ein geistiges Duell. Hoffe ich zumindest. Geistiges Duell mit dem König. Um uns eine Goldmünze zu holen. Er ist ja freaky. Aber was soll's. So, kurz mal speichern. Ich weiß gerade nicht, was dieser König für ein Duell mit uns haben will, aber mal schauen. Das machen wir heute noch. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit? Für eine weitere Niederlage. Ja! Ich will eigentlich nur seine verdammte Goldmünze, ne? Blöd Mann. Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt geht es um alles oder nichts. Erfolg oder Niederlage. Ruhm oder Schande. Oder Wurm. Mach hinne! Du machst das aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Ja, Kopf oder Zahl. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir irgendwas Episches gerade gedacht, aber... echt lächerlich, glaube ich gerade. Lächerlich. Mal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl. Kopf. Ja. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Okay. Das ist interessant. Er bedrückt sich, ja, Metten. Ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte
Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern, als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Langweilig. Okay, also, wir müssen uns von einem Blitz erschlagen lassen. Ich glaube, das ist die Lösung, oder? Ja, wieso nicht? Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Cheerio. Okay. Alu-Mann weiß sicher Bescheid. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Nämlich ich könnte mir jetzt gerade vorstellen, sobald wir einen Kleiderbügel haben und auf dem Dach. Pass auf dein Karma auf. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir auf dem Dach sind und einen Kleiderbügel hätten und es würde gewittern, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir von einem Blitz getroffen werden könnten. Und dass wir dann vielleicht hellseherische Fähigkeiten bekommen. Asbestbeschichtete Topflappen. Asbest. Ich frage mich gerade nur, ich habe hier Sachen bekommen, die ich noch nie benutzt habe. Und komm nicht mehr zurück, ne? Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Bringt mir gerade alles nichts. Ein paar Muster werden ja wohl nicht schaden. Gut. Was hat sie jetzt gemacht? Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Ja, bringt mich gerade nicht weit, ne? Was habe ich den Kochtopf? Ich bin gerade wieder planlos. Ich schlage keine alten Männer. Es sei denn, sie kommen mir dumm. Wow. Ernsthaft? Willst du dieses kaputte Stuhlbein haben? Fuchtel damit nicht so herum. Okay. Harvey? Was hältst du von dem Typen, Harvey? Warum haben wir nicht so ein cooles Outfit? Ich weiß nicht. Vielleicht hat es was mit Würde zu tun. Verstehe. Würde er uns verraten, woher er das ganze Aluminium hat, dann würden wir auch so rumlaufen, richtig? Konjunktivus fatale. Der war gerade gut.
herrlich. Oh, warte. Ketchup. Hast du Hunger? Ich brauche keine feste Nahrung. Ich ernähre mich von elektromagnetischer Strahlung. Das ist ja unglaublich. Wie ist das möglich? Ich habe mal einen Funkwecker verschluckt. Wow, ernsthaft? Scheiße. Hast du Hunger? Ich brauche keine feste Nahrung. Ich ernähre mich von elektromagnetischer Strahlung. Das ist ja unglaublich. Wie ist das möglich? Ich habe mal einen Funkwecker verschluckt. Okay. Also Nahrung. Lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Nö, das nicht. Lass mich überlegen. Warte. Brauchst du eine Zickzackschere? Komm mir damit nicht zu nahe. Alufolie ist nicht gerade das stabilste Material, wenn du verstehst. Oh, okay. Und halt nicht. Na. Nee. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Okay. Ach, kaputt. Randale. Hier ist noch ein Spiel. Pferderally. Hä? Hände hoch! Polizei! Mich kannst du mit deiner weltlichen Autorität nicht beeindrucken. Versuch es doch mal bei Droggelbecher. Wow. Ernsthaft? Den Tipp kriege ich jetzt erst? Wow. Echt jetzt? Topf. Für was? Aktien. Hallo? 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 Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir, die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst, nur weil du für einen kurzen kurzen Augenblick unaufmerksam warst. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft. Es ist ein Junge. Okay. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Ja. Die FPS sagen gerade, dass es eskaliert. Warum auch immer. Hallo? Jetzt, wo der Typ aufgehört hat zu quasseln, hat sich das Spiel wieder beruhigt. Alter Schwede. Warum auch immer. Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Ist nicht so wichtig. Telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Okay. Was hältst du von diesem Typen, Harvey? Ein obsessiver Börsenspekulant auf Entzug. Nichts Ungewöhnliches. Nichts Ungewöhnliches.
Finanzpolizei! Hände hoch! Ich muss dieses Telefon konfiszieren! Niemals! Da könntest du ja gleich mein Herz konfiszieren! Meine Seele! Und die Luft, die ich atme! Mann, komm mal runter, Alter! Okay. Rück das Telefon raus, oder? Oder was? Oder ich bestreiche dich mit Halbfettmargarine? Verzieh dich, Hotzenplotz. Wow. Uff. Tauschst du dein Telefon gegen diese super Zickzackschere? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Muss jede Nanosekunde erreichbar sein. Okay. Ich habe ein Stuhlbein. Rück das Telefon raus, oder? Oder was? Oder ich reiße einen albernen Karlauer über dieses Stuhlbein? Verzieh dich, Hotzenplotz. Okay. Hat noch jemand Ideen? Ich hab grad keine mehr. Was mache ich mit dem Typen? Das ist nicht. Ich hab keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Schwierig. Was mache ich mit ihm? Ketchup? Tauschst du dein Telefon gegen eine Tube Ketchup? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Muss jede Nanosekunde erreichbar sein. Psycho! Möchte der Herr was bestellen? Ich brauche nichts außer meinem Telefon und meiner Ruhe. Das Telefon habe ich bereits. Willst du mir damit etwas Bestimmtes sagen? Okay. Nö. Komm leider nicht drauf. Der will. Lauf so wieder ein bisschen im Kreis. Was Lösungswege angeht. Hallo? Hallo? Hey! Hallo? Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Ich heiße Edna. Angenehm, ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du da hinten? Ich betreibe Nockforschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Auch nicht schlecht, ne? Ein verrückter Wissenschaftler, der sich hinter einen Stuhl versteckt. Hey! Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört! Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert, und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Oh Gott. Uiuiuiuiuiui. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man den Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Die Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Okay, jetzt sind wir in Jurassic Park. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinminen, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer.
Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es. Ich wusste es! Of course! Er zückte Dino Manchu-Breeden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein, das wusste ich doch nicht. Uff, hier tun sich gerade Abgründe auf. Uff. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar. Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Doktormchen. In Detmold Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Alles klar, oder? Wir gehen in die Hohlerde des Planeten und besuchen Dinos. Menschliche Reptiliden. Ja, ihr wisst schon, oder? Wow. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Okay. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Ah, okay. Dino-DNA. Siehst du auch diesen Typen hinter dem Sessel? Nein, ich glaube, den bildest du dir nur ein. Und das sagst ausgerechnet du. Hände hoch, Polizei! Kommen Sie sofort hinter dem Sessel hervor! Hört mich, Doc! Aber meine geheime Formel werdet ihr nie bekommen. Okay. Warum auch immer. Ich habe hier ein kaputtes Stuhlbein für dich. Verflucht. Gerade hab ich meine kaputte Stuhlbein geschmissen. Wärst du doch nur etwas früher gekommen. Diese Dialoge. Möchtest du Bohnendip? Kommt drauf an. Stammt es aus die Kreidezeit? Das Verfallsdatum ist überschritten, wenn du das meinst. Nope. Schau. Brauchst du zufällig etwas Ketchup? Spinnst du? Ich produziere Dinosaurier und keine Wienerschnitzel. Wieder Schnitzel. Vielleicht nehme ich doch ein bisschen. Aber nur, um den Geschmack von den Anchovies auszugleichen. Was? Wie bitte? Anchovies auf Wiener Schnitzel? Was seid ihr für kranke Menschen? Ah! Oh Gott. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Brauchst du zufällig etwas Senf? Auf keinen Fall. Wo wäre die Wissenschaft, wenn einfach jeder seinen Senf dazugeben könnte? Schreib erstmal einen Artikel in Nature, dann sehen wir weiter. Dummbeutel. What? Hey, nicht beleidigend werden. Nein. Möchte der Herr was bestellen? Yes. Ich hätte gerne etwas Dino-DNS. Die steht nicht auf der Karte. Amerika stand auch auf keine Karte. Columbus ist trotzdem losgesegelt. Oh. Auf dem Weg nach Indien, ne? Wir wissen's. Brauchst du meine Topflappen? Topflappen sind für Sissy-Wissenschaftler. Wenn du dir nicht die Finger verbrennen willst, wirst du am besten Eisfische. Und trägst trotzdem noch dicke Handschuhe. Wir Wissenschaftler spielen mit dem Feuer. Wir sind in den damn hot fresh out of hell, baby. Jetzt dreht er völlig am Rad, glaube ich gerade. Uiuiuiui. Okay.
Hansi? Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Für was habe ich den Fernseher abgedreht? Einer. Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Okay. Also, Dino-DNA ist sicher. Der Künstler war offensichtlich schwer depressiv. Den hässlichen Klumpen? Auch nö. Lichtschalter. Whee! Boah, so deppert. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Blumen? Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom Fernseher. Nee, nicht ganz. Ihr scheint das Fernsehprogramm zu gefallen. Es ist genau ihr Niveau. Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Für was habe ich jetzt den Lichtschalter? Gib mir eine Sekunde. Das will ich jetzt noch wissen. Hat sich nichts verändert, oder? Nope. Schade. Okay. Dann halt nicht. Okay. Wie spät haben wir's? Ach du Scheiße. Wir haben 20 Uhr 18. Okay. Ich mach mal Schluss. Für heute zumindest. Und wir machen nächstes Mal weiter und überlegen uns, wie wir an eine Goldmünze kommen. Den König müssen wir besiegen. Wir brauchen einen elektrischen Schlag. Und solche Sachen, ne? Mal schauen. Ich habe noch keinen Plan, wie ich das mache, aber ja. Vielleicht finden wir es ja noch raus. Beim nächsten Mal. Wer Lust und Laune hat, kann ein paar Mods gucken. Ne? Wem langweilig ist, wer eine Folge verpasst hat. Oder aber wer ganz, ganz viel Zeit hat, der kann natürlich auch noch auf YouTube gucken. Ja. Da kommt nochmal der ganze Gram vom Twitch auch nochmal hier rauf. Als Sicherung, sag ich mal. Falls irgendwas passieren sollte. Irgendwas Schlimmes. Ne? Ist ja nie. Ne? Twitch spinnt gerne mal rum. Ja. Vielleicht kommt nochmal Mixer zurück. Man weiß es ja nicht, ne? Das bekloppte Sachen und so. Jo, wir sehen uns morgen wieder. Und da spielt es. Ich glaube, es spielt Nibelheim. In Final Fantasy 7. Jo. Samstag kommt wieder Morrowind. Mit der Grabbenstadt. Und nächste Woche wieder. Zack. Nächste Folge: Edna. Edna bricht aus. So. Ich sag mal: Nacht und man sieht sich. Tschö.